Hallo und willkommen zurück. Wir quatschen weiter. Wie war Cosmopolis früher? Oh, was für eine Stadt. Leuchtreklame, buntes Treiben, Musik. Gefällt dir das auch so, Spatz? Das sollte es auch. Immerhin war das früher deine Stadt, Lucius. Du warst der Bürgermeister von Cosmopolis, obwohl Bürgermeister es nicht ganz trifft. Das wäre, als würde man den Kosmos groß nennen. Du warst ein Gott, Lucius. Deine Technologie machte die Menschheit unsterblich. Du hast Cosmopolis in ein Märchen verwandelt, aber unser Märchen endete vorzeitig. Ich liebe diese Stadt noch immer, weil wir hier glücklich waren. Was ist hier geschehen? Hast du meine Hitsingle Meer der Liebe gehört? Ein Tauchgang mit dir, meiner Liebes, Meeresliebe, so tief, oder war es, als ich schlief? Ich kann mir nie Liedtexte merken. Die Kurzversion ist, wir wurden überflutet, nur wegen Pandora, dem zweiten Mond. Ich weiß, der Name ist klischeehaft, sogar für mein Empfinden. Sie haben ihn als Wundertüte vermarktet. Aber die meisten Wunder waren ziemlich öde. Wo sind nur alle Leute? Oh Schatz, ich erinnere mich nur noch daran, wie wir von Vandenburg nach einer Tour hergeflogen sind. Wir konnten nicht landen, da Cosmopolis von den Elektrositen angegriffen wurde. Kannst du dir das vorstellen? Du glaubst vielleicht, diese Mutanten sind nur für solche wie mich gefährlich, aber nicht jeder kann in einer Welt ohne Elektrizität überleben. Du bist etwas Besonderes, Lucius. Oder vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Und ein paar Leute wie du sind in ein U-Boot irgendwo auf dem Meeresgrund geflüchtet. Warten wir es ab, Schatz. Wie gefällt dir dein neues Zuhause? Du hast dies alles selbst gebaut? Unglaublich, du bist wie meine Roadies, nur siehst du besser aus. Weißt du, warum ich mich in dich verliebt habe? All deine Kreationen waren so beeindruckend. Die Stadt, deine Firma und jetzt dieses Haus. Und auch ich habe an deiner Seite andere beeindruckt. Wir sehen uns. Laberpilz. So. Ja, den Zaun müssen wir auch noch umbauen. Ich weiß. Nein, du sollst jetzt Spray nehmen. So. So, wir müssen Wasser holen. Boah. Wir könnten natürlich auch da gleich angeln, aber ehrlich gesagt, wir sind ja satt. Ah nee, wir sind nicht satt. Ich wollte gerade sagen, wir sind satt, aber da sind wir gar nicht satt. Also Angel aus. Angel aus, Nikolaus. Warte, jetzt werden wir hier gleich auch nochmal. Ah,
Also so ein alt, da sind noch Bären. So ein Roboter, der automatisch nachtankt, der wäre ja nicht schlecht. Ich glaube, das wird nervig hier mit dem Nachtanken. Ist so ein Gefühl. Mal bauen kann ich den ja schon, ne? Wir haben auch so einen Block, den wollten wir ja auch noch dekodieren lassen. Wer weiß, was der beinhaltet. Und wir müssen die Brücke unbedingt weiterbauen, sonst kommen wir ja hier nicht voran. Halt, ich wollte doch angeln. Oh Mann, Ronny, konzentrier dich. Sorry, ich bin ein bisschen K.O. vom Wochenende. Das war ein bisschen viel. Aufnahmesession in Shrouded haben wir am Freitag gespielt zum ersten Mal. Und dann eine Schulung Samstagmorgen 4:30 aufstehen. Das war zu viel. Oh. Da müssen wir dieses lästige Angeln jetzt machen. Sorry, da müssen wir jetzt alle durch. Ich weiß, das ist der ätzendste Teil des Spiels. Oh, das war's. Wird schon wieder Nacht.
Ah, Öl kann ich herstellen. Aus Fischöl. Aha. Gut zu wissen. Puh, ich bin vor Wasserschleppen ganz verschwitzt. Schatz, es schmerzt mich zuzusehen, du beim Schleppen dieser Eimer den Rücken unierst. Warum plagst du dich so? Sogar ich weiß, dass du das Gießen automatisieren kann. Die Farmarbeit lässt ihre Spuren, weißt du? Hier also ein kleiner Tipp, Schatz. Zieh die Pumpe aufs Dach, dann erledigt sie die ganze Arbeit für dich. Schau, du kannst eine Pumpe auf den Federn mit dem Tropfen Feldern mit dem Tropfen bauen. Ich weiß, Schwielen an der Hand stehen Männern genauso wie Narben, aber als eine funktionierende Pumpe zu bauen, wird knifflig. Du brauchst eine Pumpvorrichtung. So wertvolle Teile liegen nicht einfach auf der Straße herum, weißt du? Oh nein. Oh nein, nein, nein. Die hat sicher schon jemand gefunden, wahrscheinlich einen guten Preis dafür erzielt. Kennst du den hiesigen Händler? Du solltest deine Waren durchstöbern. Ah, okay. Verstanden. Ah, das hört sich schon wieder nicht gut an. Ich dachte, sie sollte die abhalten. Das hätte mehr als schlecht als recht zu funktionieren. Ich glaube, da müssen wir nochmal Zeug reinschmeißen. Ich muss doch irgendwas aus den Fischgelees auch kochen können. Aber anscheinend nicht.
Oh, mal gucken, was könnte ich denn noch bauen? Also so ein Mini-Roboter braucht Papier, Plastik, Altmetall und Tintenpigmente. Wachsen. Papier, Altmetall, Tintenpigmente und Plastik. So, und hier brauche ich 5 Ölkannen. Also, bauen wir mal Ölkannen. So, Ölkannen. 3. Okay, mehr kann ich nicht, weil mir der Schrott fehlt. Okay. Hier habe ich auch keinen Schrott drin. Das heißt, ich muss jetzt dringend entweder forschen oder aber expedieren? Keine Ahnung. Wir übersehen der Stadt jeden Morgen, lädt die Flut hier haufenweise Müll ab. Manchmal findet man darin sogar etwas Nützliches. Verlassene Unterkunft. Jemand ist schnell von hier verschwunden. Überall liegen zurückgelassene Sachen herum. Das Unkraut hat sich überall breit gemacht. Die Fetzen des Zeltes wiegen sich im Wind. Hier gibt es nichts Nützliches. Die Zeit hat es sich geholt. Heute gefunden. Eine Kanne. Treibgut. Alles, was nicht auf den Boden gesunken ist, treibt nun an der Wasseroberfläche und sucht ein neues Zuhause. Der Holzdeckel ist kaputt, der Inhalt halb verwest. Im Inneren hat eine dicke Raupe es sich gemütlich gemacht. Als die Drohne sich nähert, verschwindet die Raupe in einer dunklen Ecke. Okay. Alles klar. Haben wir doch wieder was geschafft.
Aber wir müssen vorsichtig mit Schrott sein, weil wir brauchen den ja auch für den Spray. Da brauchen wir noch 3 für. Das ist natürlich übel. Haben wir jetzt ein bisschen schlecht koordiniert. Was brauchen wir denn hier für die nächste Erweiterung? Metallrahmen. Nichts, was wir hier kriegen. So, ich denke, wir sollten, bevor wir jetzt hier weitermachen, den Zaun fertig bauen. So. So, wir machen noch einmal Holz. Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Ah, das ist aber blöd. Das ist aber blöd. So. So, da wir ja keinen Schrott mehr haben. Ist ja nichts weiter übrig, als an der Brücke weiterzubauen. Da brauchen wir aber auch Nägel für. Wie kommen wir denn jetzt an den Schrott?
kommt hier einfach nicht dran. So, tja. Ist es guter Rat teuer? Oder billig? Man kommt drauf an, wie man sieht. Irgendwie muss man doch hier an den Schrott kommen können. Tja, ich würde sagen, die Frage stellen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.